Hallo? Wir spielen Make It Indie am Quatschmittwoch. Jo. As far back as I can remember, ach du Heiliger. I always wanted to be a developer. Minutes, hours, days. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich weil auch nicht. Ich habe es eben gerade erst erstanden für einen Euro. Aber das sah super aus. Sometimes you. Nee, lame times you. Was auch immer. Das ist eine Glücke mit. Was? Mit Glitzer. Was? Okay. Lässt sich auch nur im Windowed-Mode spielen. Und die Grafik ist. Ist reasonable. Reasonable, ja. Es gibt keine andere Einstellung. Nee. Indie-Game about making of Indie-Game. Film oder was? Für die Musik kriegen wir auch bestimmt wieder einen Claim. Ja, wahrscheinlich. Wie bei Plug and Play auch. Ja, stimmt. You have 1 week. You can develop the game or spend time otherwise. You need to decide what to do. Ja, mach was anderes, ne? Nightmares become unbearable. Play with friends, watch for the cat. Da ist ein Turm. Achso, nee, ist eine Sonne. Draw something. Was zur Hölle? Worauf malt er dann gerade? Einer Wand, würde ich behaupten, mit alten Zeitungen dran. Also diese alten, wie heißt das? Diese Tapeten. Da hat man ja auch teilweise Zeitungen drüber geklebt. Oh, bitte. Was geht da? Er malt was, siehst du. Wolltest ja, du aber, ja, aber, also ich dachte, was malt er da? Eine Katze. Jetzt habe ich es auch nicht gesehen. Ja, ich hoffe, du bist laut genug. Ich denk schon. Jetzt ist das Spiel bestimmt wieder abgestürzt. Nein, das stürzt nicht ab. So, nein. Das ist so gut, das stürzt nicht ab. Ist nicht besonders viel leiser geworden. Doch, ist es. Ja? Ja. Okay. Alles bald, oder? Ja, du wolltest das an der Katze malen. Ja, ist langweilig. Was soll ich machen? Irgend so ein russisches Gedöngel. Band, vielleicht kann uns Sebastian ja sagen, ob das serbisch ist. Ich habe vor kurzem tatsächlich Serbien auf einer Karte gefunden. Ja, nein. Ich habe über eine Band was erfahren, die nennt sich oder nannte sich, die gibt's nicht mehr, Bitch Rock oder so. Und die haben sehr interessante Konzerte gegeben. Die haben, also es war eine reine Frauenband, vier Frauen, glaube ich. Und die haben. Ach so, die kanntest du nicht? Nee, das, ich also, weiß jetzt, auf wen du hinaus willst. Ja, die gab es in den 90ern, ne? Genau. 90er, Anfang 2000er. Das ist hatte, irgendwie an mir vorbeigegangen. Da waren die übelst in den Schlagzeilen auch und so. Also es ist auch russisch, das Spiel offensichtlich. Nein. Also, worauf er hinaus warte wollte... Warte mal kurz, nee, das möchte ich auch erzählen. Okay. Aber jetzt ist gerade Nacht. Ja, das müssen wir uns ja jetzt... Also, gut. Zeit. Auch. Uhren und so. Was passiert hier gerade? Sigmund Freud hätte seine Freude. Was ist denn das? Ich, also, ja, ist richtig, grundsätzlich. Er hat keine grade, Zeit mehr. Was habe ich da gekauft? So, hallo. Ja, steht da wieder auf. Selbe Video. Ja, auf jeden Fall haben die bei Konzerten immer das goldene Kondom in die Menge geschmissen und wer das gefangen hat, der durfte dann mit der Band hinter der Bühne knattern. Ja. Go for a walk. Haben auch auf der Bühne miteinander geknattert und so. Ja, die sind da auch immer nackt rumgehüpft und ja. beim hatten auch ihre, warte, wie hießen die? Stage Bitches oder sowas? Ja, irgendwie so. Oder Stage Slaves oder so? Das waren dann ja so ein paar Mädels, also sehr, also, sehr, das war total abgedreht. Ja. Und die Musik ist auch scheiße. Sicher, dass das keine amerikanische Band war? War eine amerikanische Band, ja. Ja. Sind aber so gut wie nie in Amerika aufgetreten. Meines Wissens. Gibt sogar einen Wikipedia-Artikel drüber. Ja, aber es gibt auch eine Homepage. Die haben auch zwei Alben, glaube ich, sogar rausgebracht. Das weiß ich jetzt nicht, aber die haben auf jeden Fall auf der Homepage beschreiben sie auch nochmal alles und stellen ja, ein paar hier, Sachen. Ja, hier, gehst jetzt spazieren, landest du irgendwie im Chinatown. Café. Ja, bei einem Konzert. Russland passiert halt, mir jedes Mal, wenn ich spazieren gehe. Ständig. Ja, denke ich mir, gehst du mal wieder eine Runde mit dem Hund um den Block und schwupps, ich im Rocker und guck mir eine Liveband an. Wenn ich mal in Moskau spazieren gehe, finde ich auch immer Luftballons. Das ist normal.
und zünde mir eine Zigarette mit dem Flammenwerfer. Was hast du da gekauft? Hier, ja. Hier, da ist wieder die Uhr. Ah, sieht ganz nett aus da, ne? Ja. Als würde man direkt entführt werden. Ja. Da ist auch ein Straßenschild. Mensch. Ja. Was habe ich da gekauft? Weiß ich was. So, wieder ein Tag weg. Die haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Welche denn? Ich kann es nicht lesen, da ist mein Windows-Balken vor gerade. Weil das ja nur im Fenstermodus ist. Jetzt ist erstmal wieder Nacht, jetzt gibt's wieder Albträume. Tatsächlich gibt es, ich verstehe jetzt, wofür es die Errungenschaften gibt. Ja, für jede Aktion. Ja. Toll. Es gibt nämlich so ein paar Errungenschaften, die dann so heißen wie John Wayne, Sokrates oder John Wayne und so. Davon haben wir jetzt, glaube ich, zwei. Und dann gibt es noch ein gutes und ein schlechtes Ende und das war's. Das gute Ende ist das Spiel verloren, das schlechte Ende nicht. Vermutlich. Ja. Das war ja mal. Wollen wir mal am Spiel arbeiten? Nein, auf keinen Fall. Wir nicht. Nein. Auto Development. Vielleicht kann ich jetzt auch mal was machen. Feine Common Detail. Click it. Ja, Profit. Ich verstehe. Ja. Das ist die Unterhosenwichtel. So, ja. Rechts oben. Rechts. Ja, so programmiert man also. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Verstehe nicht, warum ich das immer nicht gerafft habe. Erscheint mir doch recht simpel. Ja, links unten. Oder links oben vielleicht auch. Rechts oben, ja. Also weißt du, nochmal. Guck mal hier, die Funken, die machen das Ganze auch so ein bisschen actionlastiger. Ja, oh, diese Musik auch gerade. Nochmal dieses. Dieses, wie viele muss ich davon? 200. Vermutlich. Lemmy möchte gerne aus diesem Zimmer raus. Das verstehe ich gar nicht. Oh, jetzt vorbei. Habe ich jetzt genug geklickt? Jetzt kommt wieder die Nacht. Ja, Mensch. Das ist schon ein Knaller auch. Vietnam Flashback. Ja. Definitiv war der in Vietnam. Das ist ganz klar erkenntlich. Posttraumatisches und so, ne? Ja, ja. Diese Blumen immer. Ich hasse Blumen. Klar zu erkennen. Die haben doch einfach nur eine Kamera in den Wald geschmissen. Und dann haben sie so einen Filter runter, drauf geknallt. So einen Hang runtergeworfen und dann einmal durch dieses, wie heißt das, Instagram. Ja. Durch. I don't know. Was machen wir jetzt? So, was steht da unten? Watch the rain. Ja, das finde ich gut. Den Regen ein bisschen angucken. Ah, das ist Regen. Nur schade, dass jetzt schon offensichtlich ist, dass es gerade nicht regnet. Aber ist okay. Da ist aber Wasser auf der Scheibe. Ja, aber es wird nicht mehr oder weniger. Siehst du? Ist auch ein wenig sehr kritisch, ne? Ja, was soll das denn? Das ist hier, mir wird Regen versprochen und dann haben sie die Scheibe nur nass gesprüht. Das geht ja so nun auch nicht. Mir wird Regen versprochen. Ja, ist doch so. So, wieder ein Tag rum. Drei müssen wir noch. Ja, das kriegen wir auch noch hin. Jetzt erstmal wieder eine Traumsequenz. Zum Mond. Joe Cocker wäre... Joe Cocker? Quatsch. Wie ich denn auf Joe Cocker? Ich meine, mit Hitchcock meine ich. Der wäre stolz. Mehr Uhren? Mit Uhren hat das, ne? Ja, da. Vielleicht sollte er ein Spiel dazu machen. Nicht so ein Scheiß. So ein Indie-Game. Ja. Ist er ja ganz gut drin, wissen wir jetzt. Oh, jetzt spielen wir mal dieselbe Filmsequenz wie die Tage davor. Guck nach rechts. Steht da Putin? Und da haben wir den Orient. Stand da hinten Putin an der Wand? Möglich. Watch for the cat. Play with friends. Nein, der hat keine Freunde. Oh, da ist die Katze auch. Das ist wenigstens ist süß jetzt ein bisschen. Die hat lustige kleine Ohren. Ja, diese eine Rasse, ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Sind sehr beliebt. Sehr teuer auch.
mal ein bisschen putzen, damit wir dann auch konsequent einen Fellball auf Dinge kotzen können. Ja. Die machen dabei aber auch Geräusche, ne? Das klingt, als würden sie sterben. Ich bin ein paar Mal davon geweckt. Das ist ganz ein Träumchen, ist das. Ja. Sie sieht aber ein bisschen behindert aus mit ihren Ohren, oder? Das ist auch interessant, dass er offensichtlich seinen ganzen Tag damit verbringt, die Katze anzugucken. Na klar. Die denkt sich auch, kannst du was anderes machen? Bist du eigentlich bescheuert? Aber die findet die Rolle gut. Vom Skateboard. Die ja. Schiebt ein bisschen. Ja. Ja. Bisschen krass. Sagen, ja. Alles dran soweit. Aber eigentlich müssten wir jetzt 15 Milliarden Klicks kriegen, weil Katzenvideo Katzen bei YouTube. Katzen im Internet, ja, ja. Mhm. Guck mal, jetzt wird er auch sauer. Das ist mein Skateboard, du Arschloch! Oh, schläft er eigentlich gleich. Ja, ist müde vom ganzen Skateboard, Rollen. Ist auch anstrengend, wenn man sich da immer so weit strecken muss. Kommen wir jetzt zur Nacht. Bitte. Ja. Danke. Konsequent erstmal abhaken. Ja. Dieser Gong auch immer. Ich wüsste ja gerne, was für Achievements ich da kriege da unten, aber ich kann es mal nicht lesen. Ja, das macht auch nichts. Kannst ja hinterher gucken. So. Mhm. Kamera in den gleichen Wald geschmissen, nur wo es dunkel war. Ganz klar erkenntlich hier. Auch so ein Blatt, ne? Irgendwo, bestimmt. Ja, das ist... Im Moment sehe ich nur Schlieren. Das ist wohl... Hier, guck, da steht auch Putin. Nein, da steht... Da steht Putin oder Palin. Eine Mischung aus beidem. Putin. mach halt, ich meine, Music-Claims, nein, auf keinen Fall. Listen Music, komm, ist egal. Geclaimed werden wir eh. Oh. Oh, macht er so an, auch. Macht er an. Sein DJ-Pult. Und sein Laser. Drehen wir mal den Ton runter. Und dann ist eine Schallplatte drauf, aber wäre trotzdem nichts. Cool. Kann man machen. Das soll Musik sein. Hallo, entschuldige bitte, das ist jetzt wirklich ganz vorurteilsbehaftet. Aber was erwartest du, wenn du von Musik redest im Zusammenhang mit dem Ostblock? Komm, ganz ehrlich, alle Videos, die du aus der Ecke bekommst, ist das einfach so ein richtig schlechter Euro-Trash. Ja, aber das, was da, das ist ja nicht mehr schlechter, das ist ja gar nichts. Das ist ja nur so. Minimal. Ich hol mir einen runter, wichs auf die Tastatur, dann klopp ich da bei Fruity Loops auf die Tasten und das, was bei rauskommt, das hauen wir da als Hintergrundmusik rein. So war das. Ja, manche Leute mögen sowas. Nacht mal wieder. Aha. Bimmelchen auch. Flo, Bimmelchen! Hol ja, Bimmelchen! Muss ich draufklicken da. Dreht sich auch was. Falls ihr irgendwie epileptische Anfälle habt, dann... Ja, Seizure Warning kommt jetzt zu spät. Tut mir leid. Ja, was Mist. Ich verstehe das nicht. In seinem Patent Room. Warum sehen eigentlich auch so... Read Comics, was sonst? Warum sehen eigentlich so russische Wohnungen auch immer aus wie... Im Ostblock? Ja. Ja, weiß ich auch nicht. Die haben wohl nichts. Mach mal Comics. Comics meinst du? Ja, ja. Na gut. Hier, auch so ein Comic. Kann den Text jetzt nicht lesen, aber vielleicht der eine oder andere. Alter, ich musste mal bei meiner Ausbildung für einen russischen Patienten mit Muskelproblem, also so eine Muskelschwundkrankheit. Ne? ALS. Müsste ja seit der Bucket Challenge eigentlich jeder kennen. Kann ich auch vorher schon, aber ja. Eine Augensteuerung programmieren mit kyrillischem Keyboard. Na, herzlichen Glückwunsch. Das hat mich wirklich 3 Monate gekostet und 75 Stunden gefühlt Telefonate mit der belgischen Firma, die das Ding herstellt, schwedischen Firma, die das Ding herstellt und dem belgischen Programmierer der Sprachausgabe-Software. Oh Gott. Bis wir dann zu dritt
es geschafft haben, eine kyrillische Tastatur mit korrekter Sprachausgabe und phonetisch ausgesprochenen Buchstaben herzustellen. Okay. Das so, war der größte Pain in the Ass überhaupt. Nacht, das wird wieder... Das war richtig scheiße, sag ich dir. Glaube ich, aber da ist gerade wichtige Elemente des Spiels. Da ist nichts wichtig. Doch, doch. Nein. Nein. Ah ja. Er hat also eher so eine Naturverbundenheit auch. Jo, der macht das ganz gern so, diese Blätter. Das ist zufällig Marihuana. Vielleicht spritzt er sich Marihuana. Ich glaube, das ist das Problem. So, Tag 7 ist vorbei und jetzt, Kollege. Ich wurde gefeuert, hoffe ich. Ja, tue ich mal die Decke weg. Now it's time to watch the ending. Okay. Ja, okay. Mach doch. Ah, da ist es. Ein tolles Spiel hat er gemacht. Dafür, dass wir nur ein paar... Looks like you are not able to develop a game this week. At least you had a good time. Jo. Try again. Auf keinen Fall. Das war jetzt das Bad Ending? Jo. Das war das Bad Ending. Okay. Was zur Hölle? Ziemlicher Scheiß. Wahnsinn. Wir spielen das irgendwann nochmal und machen nur das. Wir spielen das irgendwann nochmal und machen nur das, Develop the Game Ding. So. Das machen wir auch nochmal irgendwann. Alter, war das ein also, Wahnsinn. Oh. Wahnsinn. Boah. Geh mal auf bubble.ru. Guck. Ah, hier die Bands. Ja, die kennt man alle. Schmupti und Wuppti auch. Thanks for taking part in Day-Videos. Das sind die Comic-Macher. Die Bubble. Vitali Gridnev. Den kennt man. Der ist bekannt auch. Night-Video bei Your Herz irgendwas. Also ich kann hier auf dieser Bubble-Seite kann ich Comic-Spi Mekna, das heißt wohl Manga, und Marrakesch. Save the Water. Inc. Ja. Free Swiss Video. Ah ja. Ah, die Comics sehen cool aus, nur verstehe ich sie leider nicht. 39,99. Aber wenigstens ist das Spiel nett. Ja, das ist auch was. Also Saro schreibt zu Nock, Teil 38, schreibt er Stamp. Ja, nein, die Aufnahme hat er jetzt abgespeichert. Also zu eurer Erklärung, das Spiel ging jetzt einfach aus. Ihr hört Matze jetzt auch nicht mehr, das Spiel ging jetzt halt einfach aus. Matze ist zwar noch im Hintergrund, hat gerade gefragt, ist jetzt die Aufnahme weg? Also auch von ihm, schöne Woche noch. Tut mir leid, das Spiel, das macht sich einfach selber aus. Ihr könnt es euch ja selber kaufen, kosten Euro in der Steam-Shop-Seite. Viel Spaß damit. Tschüss. Geht einfach das Spiel aus.